Manuel, am Ende 0 zu 5, ich denke ein bisschen zu schwer. Also ich finde, die erste Halbzeit war so ziemlich gut. Klar haben wir ein, zwei Mal Glück, das ist dann aber auch die individuelle Klasse von Wolfsburg. Aber erste Halbzeit standen wir auf jeden Fall kompakt, das, was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen die Ordnung verloren und wenn man gegen VfL Wolfsburg nicht kompakt steht, dann wird das natürlich bestraft. Ja. Die erste Möglichkeit war für dich. Das ist in so einem Spiel, denke ich, ganz wichtig, dass man da ein Tor machen kann. Ja, klar, wir hatten auch unsere Chancen, vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen mutiger oder ein bisschen entschlossener, aber wir wollten uns hier nicht verstecken, wir wollten nicht tief stehen, wir wollten ganz klar unsere Stärke ausspielen und dass wir zu Chancen kommen, wussten wir, dass es nicht viele sind, wussten wir auch und konnten wir halt einfach nicht nutzen. Ja. Hat ein Trainer durch die Halbzeit gesagt, bei 0-0? Klar, sagt er, wir standen gut kompakt, das stimmt ja auch, sagt, wir sollen genauso weiterstehen. Genau, was ich auch gesagt habe, wir können ruhig mutiger sein und aggressiv waren wir. Wir waren in den Zweikämpfen parat, wir wollten alle, wir haben gekämpft und das war das Wichtigste. Genau, nach den Halbzeit, ganz schnell fällt der 0-1, der war ein bisschen zu schnell. Ja klar, das ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, direkt nach der Halbzeit ein Tor zu kassieren, aber wir haben nicht aufgehört, wir haben einfach weitergespielt und das Wolfsburg mal zu Chancen kommt und die vielleicht auch nutzt durch die individuelle Klasse, ist ja klar. Das heißt, ja, es war ein schlechter Zeitpunkt, aber... Ja. Es kommt noch eine gute Möglichkeit mit Lea, leider nicht den 1-1 und dann Nacken zu 0-2, dann wird es ganz schwer. Ja, als wir das zweite Tor kassiert haben, haben wir für 10, 15 Minuten komplett die Ordnung verloren und dann sind sie vorne auch einfach schnell genug, das auszuspielen. Man sieht ja, wie die meisten Tore eigentlich von Wolfsburg fallen, schnell über die Außen, in die Mitte gelegt und ja, das wird dann natürlich bestraft. Ja. Nächste Woche geht es nach Hoffenheim. Die haben eigentlich fast unglaublich 6-6 nach Spielen gegen Turbine und Frankfurt. Für euch niemals ein Spiel, was ihr gern macht, aber es wird ein wichtiges. Wir haben die letzten Jahre uns gegen Hoffenheim ziemlich schwer getan, haben oft Punkte liegen lassen, aber das ganz klare Ziel ist, dass wir da dieses Jahr punkten und klar haben die ein gutes Auftaktprogramm gespielt, aber das ist uns eigentlich egal. Wir fokussieren uns auf uns. Mhm. Wir haben in Duisburg genauso ein gutes Spiel gemacht. Wir haben auch heute gut gekämpft und machen mir keine Sorgen, dass wir in Hoffenheim punkten. Und letzte Frage. Heute warst du Anführerin. Macht dich stolz? Ja, klar macht mich das stolz. Klar ist schade, dass Irini verletzt war. Sie ist wichtig für uns, aber ich habe versucht, sie würdig zu vertreten und es ist mir natürlich eine Ehre, die Mannschaft anzuführen. Okay, ich wünsche dich ganz viel Glück nächste Woche. Dankeschön. Und bring die 3 Punkte mit. Danke.